Ein Astronaut befindet sich in einem voll isolierten Raumanzug, der keinerlei Wärmeaustausch mit der Umwelt zulässt. Er produziert eine Wärmeenergie von 1500 Watt und seine Körpermasse von 75 Kilogramm mit einer spezifischen Wärmekapazität von 4 Kilojoule durch Kilogramm mal Kelvin wird gleichmäßig erwärmt. Wie viel Grad steigt seine Körpertemperatur pro Minute an? Ja, dadurch rechnen wir erstmal die Leistung, die Arbeit für eine Minute an. W für eine Minute ist ja P mal T. So, und für T muss ich dann natürlich eine Minute einsetzen, 1500 Watt mal 60 Sekunden sind dann 90.000 Joule. So, die werde ich jetzt fürs Wasser gebrauchen. Also, beziehungsweise hier für die Körpermasse ist ja fast nur Wasser. Das heißt also, W muss einfach sein, M mal C mal Delta T. So, dann kann man das ja nach Delta T umrechnen. Das heißt also, W durch M mal C ist gleich Delta T gleich 90.000 Joule durch 75 Kilogramm mal 4 Kilojoule durch Kilogramm mal Kelvin. Hier finde ich also schon mal das erste Problem, Kilojoule und Joule. Dann schreiben wir hier einfach 90 Kilojoule. Dann kriegen wir das jetzt auch recht problemlos mit den Einheiten hin, dass sich dann alles wegkürzt. Dann habe ich dann hier 0,3 Kelvin Unterschied, also steigt die Temperatur um 0,3 Kelvin pro Minute an. 600 Milliliter Wasser mit Temperatur von 15 Grad Celsius befinden sich im Dual-Gefäß. Das ist vollständig isolierend. So mit dem doppelten Isolator ist das verbunden. Mit einer Vakuumschicht dazwischen, wie eine Thermoskanne. Hinzu werden 600 Gramm Kupfermünzen mit einer Temperatur von 100 Grad Celsius gegeben. Kapazität von Kupfer 0,38 Kilojoule durch Kilogramm Kelvin. Welche Mischungstemperatur stellt sich auf lange Sicht ein? Ja, da muss ich die Energie, die ich vorher habe, 0,6 Kilogramm Wasser mal Wärmekapazität von Wasser, 4,18 Kilojoule durch Kilogramm mal Kelvin plus so 15 Grad Celsius plus die 0,6 Kilogramm mal 0,38 Kilojoule durch Kilogramm mal Kelvin, so mal 100 Grad Celsius, ist dann gleich 0,6 mal 4,18 plus 0,6 mal 0,38 und das Ganze mal die Mischungstemperatur. Das verblüfft ein bisschen, aber Temperaturdifferenzen kann man Celsius und Kelvin eigentlich gegeneinander kürzen. Deswegen können wir uns jetzt hier einfach darauf beschränken, das so zusammenzutippen. Wir haben dann oben zusammengetippt 60,42 gleich 2,736 mal Mischungstemperatur. Damit es mit den Einheiten passt, habe ich hier einfach Grad Celsius mal dazu gesetzt, damit wir was Schönes über Einheiten reden können. Und jetzt teile ich dann durch die 2,736. Dann habe ich 22,0833 ist dann die Mischungstemperatur. Einheit ist nicht Kelvin, sondern Grad
Celsius, weil wir haben ja hier vorne also auch wohl insgesamt immer Grad Celsius hier gemacht. Hier wäre es natürlich schöner, wenn man hier noch die Einheiten dazufügt, Kilojoule durch Kilogramm mal Kelvin, Kilogramm und hier Kilojoule durch Kilogramm mal Kelvin. Ja, aber marginal ist das bei Kreuzchenaufgaben, also ist das eher uninteressant.